und sagt, und jetzt kommt's, nach einem Jahr könnte man damit 2.000 bis 10.000 Euro komplett passiv im Monat verdienen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand über 20er CPM hat. Hat der Algorithmus den Channel aufgenommen? Dass man mit YouTube viel Geld verdienen kann, das ist ja nichts Neues. Auch die großen deutschen Influencer zeigen regelmäßig im Dezember ihre Jahreseinnahmen. Bei dem einen oder anderen sind das schon hohe sechsstellige Summen nur über Google AdSense, mal die ganzen Kooperationen und Placements gar nicht mit einberechnet. Doch dafür ist YouTube Relevanz und Wachstum aber auch mit viel Aufwand verbunden, wie wir wirklich aus eigener Erfahrung sagen können. Und mit wachsender Reichweite verliert man natürlich auch ein bisschen seiner Privatsphäre. Aber ich kann euch eins sagen, das ganze Geld, was man verdient und die Selbstständigkeit, die man hat, würde man manchmal gerne dagegen eintauschen, irgendwo hinzugehen, ohne ständig erkannt zu werden. Deshalb haben wir für dieses Selbstexperiment einen YouTube Automation Account bei Fiverr gekauft, der zwar von uns erstellt wurde, aber von jemand anderen aufgebaut wird. Das heißt, wir haben kein einziges Video dafür produziert und schon nach einem Monat soll das Ding passiv Geld abwerfen. So zumindest in der Theorie und auch in der Artikelbeschreibung bei Fiverr. Er selber sagt nämlich, I create cash automated videos and channel for you. Sprich, ein YouTube-Kanal, der Videos hat, die eine breite Masse ansprechen, also virales Potenzial und im besten Fall eben auch evergreen sind, also immer funktionieren, gesucht werden und vor allen Dingen auch angeschaut und damit passives Einkommen ermöglichen. Die YouTube Search Engine im Vergleich zu denen der anderen Social Media Plattformen ist nämlich tatsächlich extrem gut und wird auch genutzt. Ja, ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr bei Instagram oder auch bei TikTok Videos hochladet. Und ich sag mal, die funktionieren in den ersten 2-3 Tagen nicht, ist es selten so, dass der Algorithmus sagt nach einem Monat, ey, ich nehme das jetzt und spiele das an Millionen von Menschen aus. Bei YouTube funktioniert aber genau das. Die YouTube Search Engine hat 3 Milliarden Suchanfragen im Monat und ist damit tatsächlich sogar eine größere Suchmaschine als beispielsweise Yahoo oder AOL. Also habe ich dann den Dude einfach mal angeschrieben und habe gesagt, was für Videos würdest du denn jetzt erstellen und vor allen Dingen, wie viel Cash kann ich denn damit machen? Und er sagt, eigentlich ist alles möglich. Luxury, Crypto, Entertainment, Finance, Health. Dann den Ball einfach zu ihm gespielt und meinte, ey, guck mal, mir ist es egal, nimm einfach die beste Kombo. Und er sagt, freie Wahl, Entertainment, Luxury, Lifestyle. Also wirklich so Videos, die wir hier eigentlich auf dem Kanal gar nicht machen. Außerdem empfiehlt er wirklich mit 10 Videos zu starten und dann wirklich 10 bis 20 im Monat auch neu zu posten und sagt, und jetzt kommt's, nach einem Jahr könnte man damit 2.000 bis 10.000 Euro komplett passiv im Monat verdienen. Ja, das könnte also eine etwas längere Serie werden, wenn ihr Bock drauf habt, deshalb gerne mal in die Kommentare. Ich habe dann trotzdem noch ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben, wollte natürlich handeln und wir haben uns insgesamt jetzt auf 1.000 Euro plus Gebühr geeinigt. Dafür bekommen wir 10 Videos, aber er muss nach einem Monat die Monetarisierung und damit den YouTube-Partner haben. Denn das ist tatsächlich der größte Painpoint, wenn du so einen YouTube-Kanal erstellst. Die Voraussetzung für YouTube-Partner ist nämlich, dass du ein Google AdSense-Konto hast und das ist auch hinterlegt, da sind auch Steuerinformationen drin, eine 2-Stufen-Authentifizierung für die Sicherheit und dann eben innerhalb von 12 Monaten 4.000 Stunden watched und 1.000 Abonnenten. Ich kann euch sagen, beispielsweise beim Zweitkanal habe ich viele Reactions hochgeladen, also viele, aber ich bin da eigentlich nie dran gekommen, bis eben dieses Video beispielsweise mit Martin Frost kam, was dann irgendwie 120.000 Views bekommen hat und dadurch hatte ich dann den YouTube-Partner dort. Und der große Vorteil davon ist, ich sage es einfach mal auf den Punkt, du wirst einfach mehr ausgespielt. Das heißt, du kannst Werbung schalten, Geld verdienen, YouTube verdient mehr an dir und logischerweise hat man dann auch mehr Ausspielung über YouTube-Empfehlungen. Ja, der Dude ist auf jeden Fall sehr aktiv, der wollte mich unbedingt closen und meinte, wir müssen zu WhatsApp gehen, um den Kanal zu erstellen. Ja, dass sozusagen direkt unsere Daten da drin sind, etc. Weil bestimmte Wörter sind eben bei Fiverr geblockt. Habe ich dann gemacht und ich zeige euch mal den Chatverlauf, fand ihn aber sehr fishy. Er sagt hier irgendwie direkt, hey, können wir vielleicht das außerhalb von Fiverr machen? Ja, die nehmen so viel Gebühr, 20%, ich kriege das Geld erst nach 14 Tagen und so weiter. Können wir vielleicht irgendwie sogar ein bisschen mehr Geld machen, wenn ich gut deliver? Und das fand ich halt strange, weil er hat ja sehr, sehr gute Reviews und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das jetzt irgendwie mit anderen Kunden macht. Er hat mir dann sogar Screenshots geschickt, für wie viele Leute er das macht und hat diese Screenshots dann alle wieder gelöscht. Also keine Ahnung, so vertrauensmäßig auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Knacks. Und ich vermute auch, dadurch, dass er das Geld sofort haben will, dass er selber die Videos gar nicht erstellt, sondern es auch einfach outsourced. Naja, darauf habe ich mich nicht eingelassen, meinte, nee, hör mal auf, habe den dann auch erstmal geblockt bei WhatsApp, sodass dann das Payment ganz normal über Fiverr lief. Trotzdem habe ich mich mit YouTube Automation einfach mal ein bisschen näher beschäftigt. Im Endeffekt ist es bei YouTube so, um ein Video gut zu ranken und das ist auch wirklich auch
ausgespielt wird, sind es eigentlich vier Indikatoren. Der erste ist Watchtime, das heißt, wie lange gucken Leute sozusagen dein Video. Das macht ja Sinn, je länger die das gucken, desto mehr Werbung werden ausgespielt, desto mehr Geld verdient YouTube. Das zweite ist CTA, also die Click-Through-Rate. Wie viele Leute von denen, die das Thumbnail angezeigt bekommen, klicken drauf und wollen das Video sehen. CPM ist, wie viel zahlen Advertiser, die Werbung schalten, für Videos, die so sind wie deine. Und RPM ist dann wirklich, wie viel Geld verdienst du pro 1000 Views, die du wirklich mit einem Video machst. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal anhand unseres Kanals und dem ersten Fiverr-Video, was ja gut ankam. Das hat über 200.000 Views. Also, die Watchtime bei dem Video sind 56%. In dem Fall also 6 Minuten 18. CTA ist bei 4,6. Das ist okay, aber das ist tatsächlich nicht überragend. Man muss aber dazu sagen, je mehr Views ein Video hat, desto schlechter ist tendenziell auch CTR. Weil es ist ja klar, am Anfang zum Beispiel sieht das die Community. Naja, die klickt auch, wenn das Thumbnail nicht so cool ist, einfach drauf, weil sie wissen, okay, das wird ein gutes Video. Je mehr neue Leute das sozusagen sehen, desto eher muss man die dann auch wirklich mit dem Thumb überzeugen. Der CPM ist bei diesem Video bei 24 Euro und das ist tatsächlich unglaublich krass. Also ich habe auch viele Leute gefragt, die viel, viel mehr Abos hier auf YouTube haben und viele meinen, ey, ich habe noch nie gesehen, dass jemand über 20er CPM hat. Dementsprechend haben wir auf dieses Video auch eine RPM von 12,91 Euro, also 12 Euro oder 13 Euro pro 1000 Views und haben so insgesamt mit diesem Video über 2500 Euro gemacht. Und das ist eben wichtig für den Kanal, den er jetzt auch erstellt. Er ist, wie gesagt, in einem ganz anderen Segment. CPM wird ein bisschen niedriger sein. Dafür wird das wahrscheinlich ein viel, viel breiteres Publikum ansprechen. Und die Main-Frage, die man sich stellen muss, ist einfach immer die, welche Werbetreibenden werden sozusagen vor solchen Videos ihre Ads platzieren? Ihr könnt ja gerne mal unter das Video schreiben, welche seht ihr denn gerade? Ja, ich werde euch jetzt mal eine einblenden. Wir lassen den Dude nämlich jetzt einfach mal machen, würde ich sagen. Und mich würde auch mal interessieren, weil ich habe selber YouTube Premium. Ich sehe gar keine Werbung auf YouTube. Aber wer schaltet denn vor unseren Videos? Schreibt es gerne mal rein und wir sehen uns wieder, sobald er delivered hat. 2 Wochen sind vergangen, Kanal ist erstellt und den gucken wir uns jetzt mal an. Also, Vivid Entertainment heißt das Ganze. Hier oben Celebrities, ein sehr billiges Logo. Vivid Entertainment steht für lebendiges Entertainment. Oben Subscribe und Glocke anmachen. Übrigens, Leute, gerne das auch mal auf unserem Kanal tun. Und wenn man jetzt hier runter geht, dann sieht man schon, es geht um das, was er auch vorher gesagt hat. Luxury, Hollywood, Movies, Movie Industry. Also sehr, sehr Mainstream. Kann jetzt hier mal gucken bei Kanal Info. Kanal ist erstellt am 20.06. Wie gesagt, komplett neu. Ansonsten keine weitere Beschreibung, natürlich ganz ganze englischsprachig und international. Und das sind jetzt die Videos. Also die krassesten Yachten, Painful Celebrity Breakups, Luxury Watch Brands, die teuersten Phones, Cars und so weiter. Wenn man jetzt hier mal drauf geht, dann sieht man, er hat eine sehr kurze Beschreibung. Ja, das soll ja auch für den Algo ganz gut sein. Er hat enorm viele Tags für dieses Video gesetzt, rankt aber tatsächlich auf kein einziges. Und dieser Disclaimer, der ist halt relativ spannend, weil hier steht, dass die Videoclips und die Musik nicht ihm bzw. jetzt uns gehören. Und wenn der Owner damit ein Problem hat, dann soll er sich einfach melden, dann wird der Clip removed. Ja, er schreibt das hier so einfach, aber dafür haben wir ja Geld bezahlt. Das heißt, wenn die Owner jetzt alle kommen und sagen, ey, nimm das mal bitte runter, dann haben wir halt keine Videos mehr. Ansonsten unten nochmal Copyright Policy, ja, hier einen Call to Action, wo aber leider keiner drauf geantwortet hat. Und ja, wir können ja mal kurz in so ein Video reingehen. The luxury watch has become a haven like gold or master paintings. Thus, these amazing timepieces combine luxury and functionality, and some watch pieces are extremely rare. Also, ob wir damit wirklich ranken. Er hat noch 2 Wochen Zeit, um dann Views zu generieren, den Partner zu bekommen. Ich weiß es ja nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ansonsten geht dieser Kanal voll auf dieses Top 5, Top 10, super Mainstream. Und ich weiß nicht, ob der Markt davon übersättigt ist, ob es nicht schon Videos gibt mit Millionen von Views oder wir mit Vivid Entertainment da echt eine Chance haben. Und tatsächlich, Leute, der Fiverr Guy hat delivered. Am 11.07. war es soweit. Wir konnten uns für das YouTube-Partnerprogramm bewerben. Das heißt, der Kanal hatte 4000 Stunden Watchtime und 1000 Abonnenten. Ich habe das dann sofort gemacht. Am 13.07. wurden wir akzeptiert, konnten dann auf alle unsere Videos, das waren ja 10 Stück, Monetarisierung schalten, also Werbung. Allerdings muss man dazu sagen, dass das komplett gefaked hat. Das habe ich mir schon fast gedacht, weil wenn man sich zum Beispiel dieses Video hier mal anguckt, das hat 51 Aufrufe, aber 583 Stunden Watchtime, was eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 8700% macht. Und ich sag mal so, so krass war das Video jetzt auch nicht, dass Leute das sich mehrmals angucken oder sogar hunderte von Mal. Und das ist auch kein Wunder, weil im Internet gibt es unzählige von solchen Seiten, die genau das anbieten, tatsächlich auch für einen schmalen Taler. Uns war das jetzt für dieses Video relativ egal, weil wir wollten ja einfach das Experiment zeigen, ob er das jetzt
kauft oder nicht. Es ist ja sein Geld sozusagen, was da reinfließt. Aber andere Leute auf Fiverr fanden das wahrscheinlich nicht so cool, haben ihn gemeldet, weswegen er mich auch irgendwann anschrieb und meinte, ey, kannst du mich bitte bei WhatsApp anblocken, weil ich bin bei Fiverr erstmal gesperrt. Da die Videos so 7 bis 12 Minuten lang sind auf unserem Kanal, konnten wir also pro Video davor, dahinter und ich sag jetzt mal so als Faustregel alle 4 Minuten eine Werbung schalten. Und ich spoiler an dieser Stelle schon mal, tatsächlich, obwohl die Stats komplett gekauft und gefaked waren, hat der Algorithmus den Channel aufgenommen. Aber in der Zwischenzeit hat das Thema uns irgendwie gepackt. Also ich selber bin Konsument von solchen YouTube-Automation-Channels. Das heißt, wenn ich zum Beispiel arbeite, höre ich immer irgendwelche Isotones. Und wenn ich schlafe, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch hört. Aber ich höre dann meistens so Regentracks, Gewitter und so weiter. Und das hilft mir halt einzupennen. Bis es so warm wurde hier in München, dass ich meinen Ventilator aufgestellt habe. Und irgendwie war das dann lauter als diesen Track, den ich höre. Und ich bin dann einfach bei dem Ventilatorgeräusch eingepennt. Und das hat uns zu tatsächlich einer neuen Videoidee gebracht. Und die hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe da nämlich einfach mal gegoogelt und Schlafforscher haben herausgefunden, dass dieses Geräusch vom Ventilator, dieses konstante, monotone, ebenso spontan auftretende Geräusche, wie zum Beispiel ein Auto draußen oder ein Rascheln oder irgendwie sowas, ne, übertönt und dadurch Leute leichter einschlafen, die Probleme haben oder dann sofort wieder wach sind und oh, was war das und nachgucken wollen. Und genau zu dieser Kategorie zähle ich halt. Wir haben also den Ventilator genommen, haben den aufgestellt, abgefilmt, sowohl das Bild als auch den Ton. Und wir haben jetzt einfach selber einen YouTube Automation Channel erstellt, der jetzt momentan diesen einen Schlaftrack hat. Checkt den auf jeden Fall aus. Hört den heute Nacht euch einfach mal an. Schreibt auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Und vielleicht wird das eine komplette Videoreihe, weil ich werde auf jeden Fall auch noch zum Arbeiten einfach selber so einen Track komponieren demnächst. Und jetzt zum finalen Ergebnis, zumindest bis heute, es ist gerade Freitag, wo wir das Fazit aufnehmen, was unseren Entertainment Channel anbelangt. Man sieht hier, am 19.07., also 6 Tage nachdem wir Partner waren und monetarisieren konnten, haben wir den ersten Cent verdient. Muss allerdings dazu sagen, dass YouTube das immer mit 2 Tage Verzögerung ausspuckt. Das heißt, wir haben tatsächlich schon 4 Tage, nachdem wir die Klicks gesetzt haben, damit die erste Kohle gemacht. Bei Echtzeit sieht man außerdem, dass der Kanal auch die nächsten Tage immer so 300 Aufrufe am Tag macht und damit auch wirklich ausgespielt wird. Wenn man jetzt auf die Quellen geht, also wo sozusagen die Aufrufe herkommen, dann ist da ganz oft oben YouTube-Empfehlung. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil das heißt einfach, der Algo spielt einen aus, empfiehlt einen neuen Leuten und damit verdient man natürlich auch Geld. Die Analytics zeigen uns ein CPM von 5,44, ein RPM von 0,64, aber natürlich sind die Zahlen komplett verfälscht, weil der Kanal läuft ja noch nicht mal einen kompletten Monat. Trotzdem sind auf unserem Konto schon 5,82 Euro und man muss dazu sagen, diese 4000 Stunden Watchtime, die er wahrscheinlich gekauft hat für den Partner, die zählen dann natürlich nicht mit rein. Das Ganze ist jetzt schwer hochzurechnen. Wie viel wird dieser Kanal jetzt machen? Ich vermute, wenn es so weiterläuft, 20, 30 Euro im Monat und das schon im zweiten Monat. Und wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit unserem Reaction-Kanal, dann muss man sagen, das ist viel mehr, als wir organisch erreichen konnten. Und das trotz Community. Ja, das war's erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Das war jetzt ein etwas längeres Experiment. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar. Habt ihr Bock auf mehr YouTube Automation? Ansonsten bin ich heute Abend um 21 Uhr live auf Twitch und checkt gerne auch nochmal unser anderes Fiverr-Experiment aus. Da haben wir uns einen kompletten Dropship-Store gekauft. Und das Video, das war ja sehr beliebt bei euch.